So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 14. Januar 2022. Gemeinsam mit Marc, jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Natürlich die gestrige Price Action einordnen. Ich bin echt gesagt wirklich überrascht. Also ich habe gestern Abend mich privat getroffen mit jemandem und in dem Zusammenhang. Ja, habe den Markt so ein bisschen aus den Augen verloren, ehrlich gesagt. Oder was heißt aus den Augen verloren? Also ich habe ihn nicht weiter beachtet und war dann nicht schlecht überrascht, als ich dann, oder erstaunt, so will ich es mal formulieren, als ich dann eben den Markt gesehen habe, gestern Abend noch gegen 10, als zum US Close dann. Und die Abschläge, die wir zu sehen bekommen haben, musste ein bisschen schmunzeln. Ich hatte noch im Morning Meeting gesagt, dass ich die Outperformance in Tesla in Bezug eben auf den Nasdaq, auf die Qs ganz besonders, erstaunlich fand. Das war noch am Mittwochabend und genau das, was wir dort an, ich glaube, 350 Basispunkten Outperformance am Vortag gesehen haben, das haben wir an Outperformance dann auf der Unterseite zu sehen bekommen. Also eine sehr, sehr choppige Action. Aber der Follow-through bleibt aus. Also der DAX jetzt in dem Zusammenhang, die europäischen Indizes, der stellt sich einigermaßen stabil da, so möchte ich mal bezeichnen. Wir haben jetzt einen kurzen Flush auf der Unterseite gesehen, aber sehen sofort Käufer, die reinkommen, knapp unterhalb von 15.900 Punkten, die uns zurück befördern in Richtung der Inflection, die weiterhin um 16.000 Punkte liegt. Und sieht so ein bisschen danach aus, als wenn das gestern nochmal so ein letztmaliges, in Anführungsstrichen, Abladen vielleicht im US-Markt war. Es gab auch keinerlei stärkere Volatilität irgendwie im Zins. Also ich habe das in der Nachbetrachtung jetzt gesehen. Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie getragen wurde wieder durch anziehende US-Zinsen oder dergleichen, obwohl es eigentlich einen möglichen Grund gäbe, ja, möchte man fast sagen, vor dem Hintergrund der Erzeugerpreise, die zwar leicht topisch sich präsentiert haben, die veröffentlicht worden sind gestern, aber nichtsdestotrotz hier sich auf dem höchsten Niveau seit vielen, vielen Monaten, Jahren tatsächlich sogar weiter konsolidieren zeigen. Schauen wir mal, wie sich jetzt das Bild dann am heutigen Tag weiter darstellt. Also aktuell bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Die technischen Gegebenheiten sind relativ identisch, besonders in den Qs bzw. im Nasdaq. Da werfen wir natürlich einen Blick drauf. Das Schlüssellevel auf der Unterseite haben wir schon zu Beginn der Woche thematisiert, wurde initial verteidigt. Mal schauen, ob die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung dort im Tageschart gehalten werden kann. Da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Grundsätzlich, eventuell sollten wir nicht zu viel erwarten heute für den Handelstag, denn heute ist der letzte Handelstag vor einem verlängerten Wochenende in den USA. Tatsächlich, wir haben am Montag den sogenannten Martin Luther King Day. Davon ist der DAX mal nicht betroffen, aber die US-Märkte, die schließen am Montag früher, beziehungsweise US-Equities, also Aktien physisch, sind sogar gar nicht handelbar. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir vielleicht jetzt in den Wochenschluss hinein eher mit einer abnehmenden Volatilität, besonders mit voranschreitender Handelsdauer, rechnen sollten und große Impulse in Bezug auch auf den Follow-through auf der Unterseite dann nach der gestrigen Action eben zunächst einmal nicht erwarten sollten. Darauf werfen wir auf jeden Fall einen Blick. Wir werfen einen Blick auf Gold. Schlüssellevel auf der Oberseite bleibt die 830er-Region. Wir werfen den Blick auch auf den Kryptobereich. Der hat sich gestern diesem Abgabedruck nicht ganz entziehen können, aber nichtsdestotrotz, also auch hier, vielleicht sind wir dabei, höhere Tiefs zu bilden. Auch darauf werfen wir auf jeden Fall einen Blick. Bevor wir offiziell starten, einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, Schnellgeld zu verlieren. Ausgehend hiervon mache man sich zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil vertraut. Dann entscheide man ausgehend von dem Studium dieser Produkte, ob sich der Handel mit diesen Produkten für einen ausgehend vom persönlichen Risikoprofil eignet. Dann lade man ein Demo runter, markets.com/de. Dort kann man dann risikolos den Handel testen, unter in Anführungsstrichen realen Marktbedingungen, nur eben im Demo-Modus. Und dann hat man die Möglichkeit, sofern man feststellt, dass der Handel sich für einen eignet, entsprechend natürlich auch ein Live-Konto zu eröffnen. Alle weiteren Informationen auf markets.com/de. Da findet ihr den vollständigen Risikohinweis, da findet ihr alles weitere zur Produktpalette von Markets, also nicht nur Devisen, CFDs, sondern auch physische Aktien, ETFs. Habt ihr Fragen darüber hinausgehend, schickt gerne eine E-Mail an die Elena. Nutzt gerne die Möglichkeit, jetzt hier im Stream eure Fragen zu stellen. Rund um die Märkte, da würde ich euch zur Verfügung stehen, natürlich um meine Fragen, die Fragen dazu beantworten. Nutzt gerne die Möglichkeit, mich über Twitter zu kontaktieren. @JensKlatFX ist dort mein Kürzel in Anführungsstrichen. Nutzt gerne die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben, jklat@jk-trading.com. Nutzt gerne die Möglichkeit, über die Webseite von mir, jk-trading.com/forum, in der Trading-Chatbox euch mit Fragen an mich zu wenden, beziehungsweise euch mit gleichgesinnten Tradern auszutauschen. Discord-Community steht euch auch zur Verfügung. Also diverse Möglichkeiten, Fragen zu stellen, auch unterhalb des Videos natürlich, wenn ihr euch jetzt die Aufzeichnung über das Wochenende anschaut, die Möglichkeit. Und so, wir switchen einmal rüber in die MarketsX-Handelsplattform. Ich räume hier ein bisschen auf. So, und schaue auch mal ganz kurz. Da ist schon ein guten Morgen in der Chatbox, das ist schon mal sehr gut. Und hier wird auch alles gut gestreamt und hier wird auch alles gut gestreamt. Sehr schön. Also sollte sich das ändern, lasst es mich bitte gerne wissen. Ich stelle einmal hier den Link ein zu Twitch.
Sollte es bei YouTube zu Schwierigkeiten kommen, so, dann habt ihr da die Möglichkeit, dem Morning Meeting ebenfalls zu folgen. Und ja, in Bezug hier auf den DAX, wie gesagt, wir können es ja schon erkennen. Groß rein technisch hat sich nichts irgendwie dramatisch verändert. Ganz im Gegenteil, sehr, sehr choppige Action. Wir haben gestern, hier ist dieser Rollover, wir haben eigentlich recht vielversprechend den Handelstag gestern gestartet. Wir sind im Bereich um 16.100 Punkten gestern in den Handelstag gekommen. Und dann gab es gleich von der Eröffnung weg, also das heißt mit Spot Open, Nasdaq, S&P und Co. gab es Abgabedruck. Der DAX hat sich alles in allem summa summarum, also naja, hat sich, muss man so ein bisschen wahrscheinlich in Relation sehen. Also wenn wir uns vor Augen führen, wir haben im Hochhandel bei 16.090, 16.000, fast 16.100 Punkten und sind dann gestern hier aus dem Handel gegangen bei 15.900, dann ist das eine Differenz von rund 200 Punkten. Muss ich allerdings auch gestehen, ist ausgehend vom Indexstand hier rund um 16.000 Punkte jetzt nicht riesig. Also das ist eine etwas mehr als 1%, 1,5% Bewegung maximal. Summa summarum sind wir weiter eigentlich im aktuell jedenfalls Niemandsland mit dieser Orientierung, dieser blau gestrichenen Linie hier. Das ist diese Inflection, von der ich sprach. Oberhalb derer ich grundsätzlich weiteres Aufwärtsmomentum sehe, besonders wenn wir halt oberhalb von 16.100 Punkten schließen würden, dann wäre der Weg geebnet Richtung der Allzeithochs um 16.300 Punkte. Grundsätzlich ist natürlich jetzt ausgehend von dem übergeordneten Bild hier oben rechts auf der Stunde, haben wir eine Aufwärtstrendlinie, die wir einzeichnen können, wo wir jetzt sehen, dass da eine ernsthafte Attacke aktuell stattzufinden scheint. Deswegen sind die Bullen Status quo so ein wenig gefordert. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie sich die US-Märkte heute Nachmittag präsentieren. Grundsätzlich bin ich nicht sehr bärisch weiterhin. Ich glaube eher, dass das aktuell auch diese vielleicht dann kurzzeitig mal anziehende Volatilität, die Schwankungen auch ausgehend von vom Zinsmarkt und dergleichen, dass das so ein Abschütteln ist, vielleicht auch schwache Hände so in gewisser Form, wenn man sich das bildlich ein bisschen vorstellen möchte. Ich sehe weiterhin eigentlich einen Großteil der Hawkishness seitens der Fed eingepreist. Das ist jetzt einen Monat her, dass man hier kommuniziert hat, dass man die Anleiheaufkäufe eben in der Größenordnung von 30 Milliarden pro Monat plant zu reduzieren, statt 15 Milliarden. Ausgehend hiervon eben sagt, okay, wir diskutieren dann darüber hinausgehend natürlich schon bereits Zinsanhebungen, wo sich ja schon seit ja, Mitte Dezember eben zeigt, dass die Erwartungshaltung dahin geht, dass man 4 Zinsschritte in 2022 eventuell erwarten darf. Beziehungsweise, das glaube ich ein bisschen zu hawkisch. Ich glaube, 2 mindestens, eher 3, das war die Spekulation und jetzt hat die so ein bisschen zugenommen zu Beginn des Jahres, auch ausgehend vielleicht von den Äußerungen von Jay Powell vom US-Kongress, anziehende US-Inflation und dergleichen, beziehungsweise man antizipierte das bereits, dass es in die Richtung eventuell gehen könnte, nach auch schon den Inflationszahlen, die in den letzten Monaten veröffentlicht worden sind. Ja, nunmehr, wie gesagt, also im Großen und Ganzen ist das einfach größtenteils eingepreist. Es ist ein teilweise schon sehr, sehr arg bärischer Modus, den man eben, oder Bias, der sich widerspiegelt unter den Marktteilnehmern. Den messe ich an erster Stelle eben ausgehend von den Kommentaren, die ich zum Beispiel über Social Media Kanäle wie Twitter sehe, also besonders im Fintwit-Bereich nennt man das. Das heißt also im US-amerikanischen englischsprachigen Bereich. Auch wenn man sich die Rhetorik zum Beispiel diverser Global Makro Hedgefonds Manager zum Beispiel anschaut und dann im Hinblick auf Interviews, die da geführt werden, man muss natürlich immer sich so ein bisschen die Frage stellen, ist das alles so gegeben, wie es dort kommuniziert wird, oder ist das nicht eventuell irgendwie ein Schein, der dort aufrechterhalten wird? Wie auch immer man das einschätzt, Fakt ist auf jeden Fall, dass dort so ein natürlicher bärischer Bias irgendwie widerspiegelt, der grundsätzlich eigentlich eher ein Indiz dafür ist, dass wir ausgehend von diesem Short-Sentiment, dass wir ausgehend hiervon eben eher die Long-Seite favorisieren sollten. Und ja, nunmehr hat sich da eben meine Einschätzung nicht groß geändert. Earnings Season Kickoff, den sehen wir kommende Woche dann, also nicht jetzt am Montag natürlich mit Martin Luther King Day, aber darüber hinausgehend, dann beginnt die Earnings Season langsam Fahrt aufzunehmen. Grundsätzlich bin ich für diese Earnings Season weiterhin eigentlich relativ positiv. Natürlich besteht die Möglichkeit negativer Überraschungen, aber sollten sich diese negativen Überraschungen nicht herauskristallisieren, beziehungsweise auch die Guidance dann, trotz anziehender Inflation, Lieferengpässe, also sogenannte Semiconductor Shortage, besonders im Technologiebereich, also Halbleiter, Lieferengpässe beispielsweise, die sich dort zeigen und dergleichen, sollte sich das irgendwie herauskristallisieren, wäre
dieser Optimismus durchaus in der Lage, dann Bullishness im Equity-Bereich, besonders im Tech-Bereich, nach sich zu ziehen nach den jüngsten Abschlägen und dann eben auch im DAX hier diesen Wegbereiter deutlich zurück über die 16.000 eben auf den Weg zu bringen. Aktuell trading-technisch wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Grundsätzlich würde ich die Long-Seite favorisieren, nachdem wir jetzt hier haben zwei Attacken auf den EMA zu sehen bekommen, ob wir den halten können. Eine saubere Trendstruktur sieht allerdings auch ein bisschen anders aus. Was ich also tatsächlich sehen wollen würde, ganz, ganz kurz übrigens was gucken. Das hat gestern ganz gut funktioniert, ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Erinnert euch dran, ich hatte hier ein Setup formuliert gehabt, ein Long-Setup gegen die 16.000er-Marke und hatte gesagt, mit einem Stop knapp unterhalb, 15.79, glaube ich, war das, 30, 35 Punkte Risiko, Long mit Ziel 16.100 als erstem Ziel für Stichwort am Teilgewinnmitnahmen, was man hier hätte auf den Weg bringen können und darüber hinausgehend einen Swing zu halten mit Ziel 16.300. Also das heißt, wir sind zwar dann aus dem zweiten Teil, der als Swing ausgelegt wäre, Ziel 16.1 Eroberung und dann Lauf in Richtung 16.3, die sind wir zwar rausgeholt worden, aber der andere Teil der Position, den ich zum Thema gemacht habe, der hat hier, glaube ich, relativ gut funktioniert. Vielleicht, wir machen mal ganz kurz Folgendes, bevor wir ein Setup für heute thematisieren, ausgehend von diesem Gedanken für gestern. Auch weil das kein optimales Umfeld ist, sondern eins, welches vielleicht der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, häufiger so vorfindet, beziehungsweise was sich einfach unter realen Marktbedingungen besser eignet, um das zu thematisieren. Die Frage nämlich, wir haben jetzt die 16.1, die ich gestern zum Thema gemacht hatte, in diesem Setup nicht ganz erreicht. Also wir sind im Hoch gehandelt worden bei 16.90. Aber wir sehen einen sehr, sehr schönen Momentum-Drive, so möchte ich den mal bezeichnen, der hier sich ab 14 Uhr ungefähr, 13, ja, 13.30 so herauskristallisiert hatte. Und jetzt kommt so ein bisschen vielleicht die Frage auf, wenn dieses Take-Profit-Level nicht erreicht wird, wie kann man dann einen Trade in diesem Zusammenhang managen? Und was man machen kann, wenn man das denn dann, und erinnert euch dran, ich hatte auch die Formulierung so gewählt gehabt. Ich glaube, ich hatte das Momentum Scalp genannt. Also Scalp in Anführungsstrichen. Das ist jetzt kein Trade, der hier auf Sekundenbasis oder dergleichen abzielt, aber der versucht vom kurzzeitig aufnehmenden Momentum zu profitieren in Richtung dieser 16.100er Region. Und was da eine Möglichkeit darstellt, ist, dass man zum Beispiel mit einem EMA arbeitet und den über den Chart legt. In dem Fall ist es der EMA 9. Und was man dann macht, ist, dass man sagt, man hat einen Take-Profit auf der 16.1 für diese Teil der Position, die man aufbaut, also eine Kernposition, die man plant, oder eine Swing-Kernposition, die man plant, mit Ziel Allzeithoch vielleicht sogar höher zu halten. Beziehungsweise dann die zweite Position, um so einen Cashflow zu generieren, den man dann eben über den Tag managt. Und dann nimmt der Markt eben dieses Momentum auf, aber er erreicht eben die 16.100. Also das ist genau dieser Bereich. Und dann könnte man sagen, solange wir oberhalb uns hier halten können, besonders auf 5 Minuten Schlusskursbasis zum Beispiel, würden wir die Position halten. Und sobald wir den Break sehen und den Close drunter, das wäre dann in der Kerze hier, das wäre um 16.60 ungefähr, würden wir die Position rausnehmen. Also das heißt, das würde auch dahingehend natürlich ganz gut funktionieren. Jetzt würde man sagen, naja, das ist ein bisschen suboptimal, ne? Wir haben 16.1 als Take-Profit vielleicht, werden bei 16.90 gehandelt und dann gehen wir bei 16.60 in diesem Bereich, geben wir die Position, haben 30 Punkte, die wir abgeben. Jetzt muss man allerdings auf der Kehrseite sehen, sollte der Markt weiter dieses Momentum aufrechterhalten, also stark bullischen Drive sehen. Mal gucken, ob wir hier so ein Beispiel haben, wo wir so einen starken Drive sehen. Das ist doch eigentlich ein schönes Umfeld hier. Also ich meine, das ist natürlich jetzt ein ziemlich optimales Umfeld, aber mal angenommen, man baut eine Short-Position auf im DAX. Das ist hier am 5. Januar, was auch immer der Treiber dann hauptsächlich war, wahrscheinlich Fettsitzungsprotokoll und dergleichen. Du hältst die Position hier, mal angenommen, du ziehst sie auf die 16.1 beispielsweise, aus welchen Gründen auch immer, lassen wir das jetzt mal dahingestellt, warum man sich hier short positioniert. Geht auf die 16.1, das ist so, ja, ziemlich genau dieser Bereich. Und würde dann, das ist nicht so optimales Beispiel, aber man würde eben grundsätzlich, also die Idee, die dahinter steckt, schließen wir den Gedanken einfach. Die Idee, die dahinter steckt, ist einfach, dem Markt nicht dieses Wasser abzugreifen oder abzugraben in dem Moment, wenn er Momentum aufnimmt. Und selbst wenn das jetzt hier in diesem einen Fall mit der 16.1 gestern
nochmal 30 Punkte in Anführungsstrichen gekostet hat, besteht natürlich die Überlegung oder es ist der Gedanke, der dem zugrunde liegt. Dennoch sollten wir dann die 16.1 rausnehmen, also diesen Bereich hier und dann weiter bullisches Momentum aufnehmen, der Markt durchlaufen bis 16.1, 80, 16.2 und dergleichen, dann haben wir natürlich hier die Position weiterhin so lange bestehen, wie wir oberhalb dieses EMA 9, das ist an der Stelle, auf 5-Minuten-Basis eben schließen. Also das heißt, das wäre durchaus eine Stop-Management-Idee oder eine Trading-Stop-Idee, wie man solch einen Momentum-Trade eben tatsächlich fahren könnte. Was auch wiederum im Kern dann uns natürlich zurückkommen lässt, dahingehend, dass man natürlich hier erkennt, dass man sich bereits vor Eingehen des Trades Gedanken machen muss, worauf zieht der Trade eigentlich ab? Also das ist auch etwas, das was mental zum Beispiel beginnt, eine ganz, ganz wesentliche Rolle zu spielen. Wie oft ist es eventuell schon vorgekommen, dass du vor einem Trade gesessen hast und gesagt hast, Mensch, hätte ich die Position mal gehalten, ja, jetzt ist der noch so weit weitergelaufen. Das ist eine nachvollziehbare Überlegung, aber dem liegt zugrunde, dass man sich vorher gar nicht so wirklich im Klaren darüber war, worauf der Trade abgezielt hat. Natürlich wäre es jetzt erfreulich gewesen, wenn man dann auch noch die nächsten Punkte auf der Oberseite in Aktie XYZ, Bitcoin, DAX und Co. gemacht hätte. Aber Fakt ist natürlich auch, wenn die These beinhaltet, ziele zum Beispiel auf das Erreichen der 16.100 ab und hab dein Take-Profit da, dann spielt danach, was kommt, überhaupt keine Rolle mehr, logischerweise. Und genau so könnte man in diesem Moment eben auch sich dann überlegen, okay, wenn wir auf die 16.1 gehen als Ziel, das ist ein Momentum-Trade, den ich hier habe, in Ergänzung zu einem Swing, den ich vielleicht noch plane aufzubauen, Ziel Allzeithoch, dass ich dann an der Stelle eben sage, ich versuche von diesem Momentum möglichst optimal zu profitieren und danach komme, was wolle, in Anführungsstrichen, richte ich mich neu aus, habe eine neue Trade-Hypothese, die ich dann entsprechend handle. So, also lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, dieser EMA 9, der wäre da durchaus eine Möglichkeit, um hier den Stop zu managen und ist vielleicht auch grundsätzlich ganz interessant für zukünftige Trades, die man in irgendeiner Form eben vielleicht plant, dahingehend, dass man mal sagt, ich habe jetzt hier so einen Momentum-Scalping-Ansatz oder sonst dergleichen. Ich habe ja auch mal ein Tutorial gemacht, zum Beispiel zum Scalping, wie man das absetzen könnte. Das beinhaltet ja nicht nur ins Orderbuch reinzuhandeln, sondern auch beispielsweise auf rein technischer Basis, dann auf ganz kurzfristigen Zeitebenen entsprechend sich zu positionieren. Da stellt man sich sicherlich häufiger mal die Frage, wie kann man hier optimal den Stop managen? Und das wäre halt so eigentlich eine Herangehensweise. Also bezüglich also der Trade-Idee von gestern. Ja, Long gegen die 16, Ziel 16.1 ist nicht ganz erreicht worden. Gegen 16.60 hätten wir ausgehend von diesem EMA-Stop-Management zum Beispiel den Stop rausgenommen. Und der Rest der Position wäre wahrscheinlich Break-Even dann rausgegangen. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was wir für den heutigen Tag hier formulieren. Wie gesagt, relativ choppige Action. So, also, ich möchte erst, damit ich mich long positioniere, die Eroberung der 16 sehen, würde dann ein Halten der 16 long halten und handeln wollen. Also das wäre erstmal grob skizziert das Szenario. Eine Idee könnte man jetzt dahingehend formulieren, dass man vielleicht sagt, ich versuche mich hier schon gegen den EMA long zu positionieren in Antizipation. Das wäre allerdings eine sogenannte Fehlerposition, so würde ich die bezeichnen. Und mit einem Stop auch relativ eng eigentlich unterhalb des EMAs. Sobald wir nämlich unter den rutschen, ist davon auszugehen, dass wir eher weiter solch eine choppige Action sehen. Wenn ich mich jetzt hier long positioniere, möchte ich sehen, dass wir natürlich sofort gegen den anziehen. Und das bedeutet etwas anders formuliert, das ist eine sehr aggressive Herangehensweise, jetzt gegen den EMA sich long zu positionieren mit so einem Feeler. Wenn ich ursprünglich, sagen wir mal, plane, weiß ich nicht, 3 Lots zu traden, dann würde ich hier maximal ein Drittel, also ein gegen dieses Level, entsprechend eben positionieren und würde dann bei Rückeroberung der 16 und halten dann erst hinzunehmen mit dem Ziel, dass wir auf der Oberseite wieder in Richtung eben der 16.1 laufen beziehungsweise vielleicht auch den Bruch darüber hinaus zu sehen. Bekommen. Setzt allerdings voraus, und dann kommen wir zu den US-Märkten, setzt allerdings an der Stelle meiner Einschätzung nach voraus, dass wir hier auch seitens der US-Märkte ein klar bullisches Signal gesendet bekommen. Wir haben gestern eine erneute Attacke hier, nachdem wir ja initial nach diesem Flashout am Montag, hier oben rechts ist die Stunde, die 15.5 haben zurückerobern können, haben wir dann diesen Rollover gegen die 16.000 zu sehen bekommen, konnte nicht gehalten werden und stattdessen haben wir eben diesen starken Abgabedruck nochmal im Tech-Bereich gestern gesehen. Wie gesagt, nicht global makroökonomisch getragen, sondern das war hauptsächlich eine vielleicht sogar potenzielle Risk-Off-Tendenz, die sich da nochmal wiedergespiegelt hat, beziehungsweise in diesem Bounce haben vielleicht einige größere Fonds oder
Portfolio-Manager, die vielleicht hier infolge dieses Shifts im Gesamtbias vielleicht den Ausstieg aus der Position erstmal verzögert haben, gesagt haben, ja, wir wissen ja nicht, ob das jetzt ein nachhaltiger Abwärtsimpuls ist, dass die vielleicht gesagt haben, nachdem sich jetzt hier das Bild deutlicher begonnen hat einzutrüben, auf diesen Bounce gegen die 16 wären wir dann nochmal short. Also wir kennen relativ deutlich, dass wir fast punktgenau hier gegen 16.000 Punkte im Nasdaq eben diesen Top-Out sehen. Ich würde es allerdings an der Stelle ebenfalls noch nicht jetzt überbewerten, denn eigentlich, auch wenn das nicht optimal ist, erstmal im Gesamtkontext, aber eigentlich könnte man jetzt sagen, jetzt sind die Bullen nicht nur in der Pflicht, sondern jetzt wissen wir danach auch definitiv, woran wir sind. Mal angenommen, es gelingt jetzt in der erneuten, im erneuten bärischen Modus diesen Bereich um 15,5 zu verteidigen und dann auch deutlicher oberhalb zu schließen, dann wäre in dem Zusammenhang hier der Beginn gemacht, so möchte ich es mal erstmal formulieren, der Beginn gemacht, ein höheres Tief eben in diesem Bereich zu markieren. Und wenn es dann jetzt gelingt, die 16 rauszunehmen, in die Earnings Season hinein, dann wäre das ein klar bullisches Signal, welches uns in Richtung der Allzeithochs über kurz oder lang nochmal befördern dürfte. Auf der Kehrseite steht die Option, wir brechen. Wenn wir brechen, dann brechen wir richtig, denn dann brechen wir hier einmal diese Range auf der Unterseite, wir brechen die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung auf der Unterseite und dann ist erstmal der bullische Modus grundsätzlich ad acta zu legen. Also zumindest für den breiten Markt. Das ist jetzt noch nicht bezogen auf Einzeltitel, wo wir dann mit der Earnings Season jetzt Signale geliefert bekommen und da sich herauskristallisieren könnte, dass der ein oder andere Titel eventuell den Markt dann deutlich in der Lage ist, outzuperformen. Aber das bliebe auch erstmal abzuwarten. Grundsätzlich wäre natürlich erfreulich, wenn wir dann so eine Growth-Namen haben. Nehmen wir mal eine Tesla als Beispiel, die dann entsprechend klare Signale eines weiter sehr, sehr soliden, starken Wachstumspfads eventuell auch ins anschließend an die Deliveries zum Beispiel liefern, dass das getragen würde auch von der breiten Marktstärke, dass wir also in der Lage sind, ja auch hier diesen bullischen Modus eben tatsächlich zu verteidigen. Aber wie gesagt, das werden wir jetzt heute, beziehungsweise vielleicht erst sogar zu Beginn der kommenden Woche, also Dienstag, dann klarer erkennen können, ob es hier gelingt, ein höheres Tief und das Verteidigen auch der 15.500er Region auf den Weg zu bringen. Stichwort, weil am Montag der MLK ist, also der Martin Luther King Day, und an diesem Zusammenhang dann sich jetzt eben dieses verlängerte Wochenende erstmal herauskristallisieren und da diesbezüglich wir abwarten müssen. So, ja, das im Hinblick auf den Nasdaq. Vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehend, warum ich jetzt noch nicht ganz nervös bin oder beziehungsweise warum ich immer noch ein bullisches Bild skizziere. Ich will mal ganz kurz hier einmal im Tageschart auf die Qs gehen, auf den ETF, auf den S und auf den Nasdaq und ganz kurz mal in Erinnerung rufen, dass das hier vielleicht, was wir gerade zu sehen bekommen, ähnlich sich darstellen könnte wie das, was wir hier zu sehen bekommen haben im März. Auch in Bezug auf das zum Beispiel Volumen. Also das heißt hier, man kann ja deutlich erkennen, dass es ein deutliches Interesse nach sich zieht. Dieser Tacke, dieser Flush auf der Unterseite, das Halten dieser Aufwärtstrendkanalbegrenzung, das ist ja ein relativ klares Signal, was hier gesendet wird. Und wenn wir uns das mal hier anschauen, wie sich das dargestellt hatte im März, als das letzte Mal diese Zinsniveaus angelaufen waren. Wir haben schon damals am 5. März dieses stark bärische Momentum damals gesehen, hier mit dann auch entsprechend einer hohen Umverteilung potenziell. Also der Volumenbalken am 4. März, beziehungsweise dann am 5. März, die waren deutlich herausragend. Das waren tatsächlich sogar, wenn man jetzt zurückgeht, waren das aufs Jahr 2021 bezogen die höchsten Volumenbalken, die da markiert worden sind, mit hier 139 beziehungsweise hier 121 Millionen Stücken, die dort gehandelt worden sind. Das ganz kurz mal im Gesamtkontext, wenn wir hier auf die Qs gehen, ich glaube im Schnitt werden da etwa 45 bis 50 Millionen gehandelt in diesem ETF. Ja, Average Volume, 50 Millionen Stücke aktuell. Also das heißt, das ist mehr als das doppelte Volumen, also jetzt aktuell natürlich anknüpfend an die letzten 22 Handelstage, aber wenn man sich die Volumenbalken anschaut, dann sieht man, das ist auch ungefähr wahrscheinlich die Region, in der wir damals dort gehandelt haben. Aber worum es eigentlich gehen soll, nicht nur diese hohe Umverteilung, sondern man schaut auch mal, wir haben starke bärische Action gesehen. Ich weiß das auch deswegen noch genau und ich kann mich auch genau in dieses Gesamtumfeld hineinfühlen, weil ich damals in diesem Umfeld hier einen hochprofitablen Trade in NIO abgesetzt hatte. Das ist der Tesla-Konkurrent aus China. Und ich habe in diesem Zusammenhang größtenteils mich eigentlich auch in den ersten, eigentlich anderthalb, 2 Monaten des Jahres größtenteils auf der Long-Seite wiedergefunden. Nun in dem Umfeld dann tatsächlich den profitabelsten Trade des Jahres in der Nachbetrachtung sogar abzusetzen und in dem Zusammenhang die Short-Seite gehandelt zu haben. Was in so einem Growth-Stock einerseits zwar hochprofitabel ist, aber dann auch relativ
sehr volatil teilweise. Und deswegen war ich da sehr bewusst einfach dieses Marktumfeldes. Deswegen kann ich mich da sehr gut dran erinnern, wie sich damals auch der Bias dargestellt hat. Und das war schon fast panisch teilweise, auch im Hinblick auf zum Beispiel den ARK Innovation ETF mit dem Drop damals unter die 100er Marke, der mittlerweile übrigens richtig ausblutet, ja, vielleicht auch infolgedessen sich dann erklärt, warum beispielsweise gestern auch erneut Tesla trotz des starken Wachstumsausblicks und der zu erwarten starken Earnings, der hat stark Abgabedruck gesehen hat. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wir haben eben hier diesen Flashout-Moment gesehen. Und haben dann am 5. auf diesen Drive auf der Unterseite und das Anlaufen damals der 300er Region hier aus rein psychologischer Perspektive ein ultra starkes Reversal gesehen tatsächlich. Also von den Tiefs ungefähr um 298, wo waren sie? 297, 297,5 haben wir dann den Close gesehen. Also ein Schlusskurs bei 308, also das heißt über 10 Punkte höher, was ausgehend eben von dem Indexstand mehr als 3% Aufschläge waren für den Tag unter sehr, sehr hohem Volumen. Und dann, da hatte man schon dann das Gefühl am 5. damals, am 5. März, dass es das nach unten war. Und dann kam eben hier der 8., das war ein Freitag tatsächlich, und dann am 8. hat es nochmal starken Abgabedruck gesehen und wir haben nochmal die Region um die Tiefs angelaufen, nur um dann am 9. hier sehr stark zu schließen, Entschuldigung, sehr stark zu öffnen und auch sehr stark zu schließen und da dann eben zu sehen, okay, das scheint es jetzt auf der Unterseite gewesen zu sein. Und genau diese Konstellation hier, also mit der starken Gegenbewegung auf diesen initialen oder auf diesen jetzt stattgefundenen Flashout am 5. März, dann nochmal der Retest, das Halten aber dieser Tiefs und dann die Gegenbewegung. Daran erinnere ich mich so ein bisschen und stelle mir jetzt die Frage, auch besonders vor dem Hintergrund der charttechnischen Wichtigkeit, ob wir vielleicht so ein ähnliches Szenario heute zu sehen bekommen könnten oder dann auch in der nächsten Handelswoche, je nachdem. Wie gesagt, müssen wir uns ein bisschen berücksichtigen, der Feiertag, dadurch eben dünner US-Handel beziehungsweise kein Handel in der Kasse am Montag. Aber grundsätzlich sehen wir hier realistisch nochmal das Potenzial, diese Tiefs anzulaufen, aber das wäre noch kein Beinbruch. Also es könnte durchaus sein, dass wir hier nochmal so einen letzten aggressiven Flash-Moment bekommen, diese Tiefs aber dann in der Lage sind zu halten, laufend hier um ungefähr 370, nur um dann anschließend eben eine starke Gegenbewegung zu sehen, die uns über kurz oder lang zurück über die 390 führt, gegen die wir jetzt initial gescheitert sind. Also das ist durchaus ein Szenario, das sollte man auf dem Schirm haben. Und jetzt stellt man sich vielleicht auch die Frage, wie man das dann tradet. Wie gesagt, ist ein bisschen tricky, weil ich möchte jetzt eigentlich nicht große Positionen oder Swings auch über dieses verlängerte Wochenende eingehen. Aber ich würde mal sagen, spätestens wenn es hier gelingt, diesen Two-Day-Rewap, den würde ich immer als Orientierung an der Stelle so ein bisschen nehmen, zurückzuerobern. Also das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis für die letzten zwei Handelstage. Also sprich, das ist das Volumen, was gestern gelaufen ist, wo wir ja durchaus erkennen können. Das war gestern in einem ähnlichen Umfang tatsächlich wie jenes, welches hier gelaufen ist, als wir diesen Flash-Moment hatten mit der starken Gegenbewegung. Wenn es dann gelingt, diesen zurückzuerobern, und das konnte man hier auch relativ gut erkennen, also wo wir dann nochmal überrollten, aber ein höheres Tief haben da schon markieren können, dann wäre das, ich glaube, CAV-technisch nicht die schlechteste Idee, immer so kleine Positionen mal rein zu skalieren und zu überlegen, ob man hier nicht versucht, dann entsprechend sich long zu positionieren, wenn ein klareres Signal geliefert wird, dass jetzt Nachfrage reinkommt und wir dann entsprechend über diesen volumengewichteten Durchschnittspreis laufen. Also das sollte man so ein bisschen, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Nochmal, nicht überbewerten, sowohl heute als auch dann am Montag, schon gar nicht, da ist der Handel sowieso nicht gegeben, aber das wäre jetzt so etwas, wie ich dann versuchen würde, in solch eine Bodenbildung wirklich mich long zu positionieren. Und der positive Aspekt dabei eben ist, das heißt jetzt nicht, dass es so kommen wird, der positive ist eben, wie auch jetzt hier schon am Montag, wir wissen einfach, wann wir falsch sind. Also sprich anders formuliert, wenn wir jetzt hier einen Bruch unter dann in dem Fall die 15,2 ist es, die Tiefs, die hier Moment, stimmt gar nicht, muss ein bisschen zurückgehen hier, da. 15,150, nochmal ein Stückchen tiefer sogar. Wenn wir unter diese Tiefs fallen und unterhalb schließen würden, dann wäre das ein klar bärisches Signal, weil das auch übergeordnet mit dem Bruch aus dieser Aufwärtsstruktur eben einhergeht. Aber nochmal, der Bias insgesamt größtenteils eingepreist, dürfte das sein hawkischer Unterton seitens der Fed nicht verzagen, in Anführungsstrichen. Ich könnte mir vorstellen, dass da, wenn wir diese Tiefs halten, nochmal eine sehr starke Gegenbewegung, mindestens mit dem Retest der Allzeithochs, eventuell sogar ein Bruch höher, eben tatsächlich sich dann herauskristallisiert. So, das also zu den Equities. Einzeltitel habe ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm.
Wie gesagt, wir können kurz einen Blick auf die Tesla werfen, aber das ist jetzt nicht so spektakulär. Hier ist im Grunde genommen ist ziemlich ähnlich zu dem, was ich für den Nasdaq formuliere. Was ich jetzt gerne sehen wollen würde, ist natürlich, dass wir hier ein höheres Tief markieren erstmal. Also in Bezug auf das, was wir am Montag hier mit dem kurzen Flash unter die 1000 zu sehen bekommen haben. Ach, schauen wir einfach mal. Grundsätzlich, wenn man sich das hier auf der Stunde anschaut, ist das noch nicht wirklich aussagekräftig, was wir hier haben. Also das bedeutet, wir haben weiter eine choppy Range, die wir eben hier seitwärts ausgebildet haben. Und grundsätzlich mit Ausblick auf die Earnings am 26. Also das heißt jetzt in übernächste Woche Mittwoch nachbörslich, würde ich davon ausgehen, dass es da einen ziemlichen Bust-Earnings-Report gibt, der dann auch in der Lage ist, also Crushing-Earnings, der auch in der Lage ist, sogar die Allzeithochs im Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Wobei das voraussetzt, dass wir in die Earnings oberhalb von 1.100 US-Dollar die Aktie eben tatsächlich laufen. Das wäre so eine Grundvoraussetzung. Mal schauen, ob es gelingt. Also das müsste noch abgewartet werden. Andernfalls, selbst auf starke Earnings könnte es dann denkbar sein, dass wir erstmal hier so eine Konsolidierungszone weiter ausbilden, was allerdings wiederum nicht unbedingt das Schlechteste wäre, weil dann ein bullisches Outperformance Potenzial ist in dem Moment, wenn sich der Markt beginnt zu beruhigen, natürlich gegeben wäre. Wir können mal ganz kurz Folgendes machen. Ich mache mal kurz den Pre-Market-Screener an. Gucken, vielleicht gibt es da noch einen Titel, der irgendwie jetzt heraussticht. Las Vegas Sands LVS 1,88 US-Dollar 4,99. Müssen wir mal gucken. Win. Also sieht ganz danach aus, als wenn die Spiel-Casinos in Anführungsstrichen, das sind ja Casino-Betreiber, dass die heute heiß sein könnten. Ich müsste jetzt mal gucken, warum. MGM steht auch hier drin. Jawohl, naja, 11 Stücke, das ist ja nichts. Aber könnte sein, dass die Earnings haben, Querstrich, dass da vielleicht auch jetzt mit Ausblick auf eine Normalisierung, sprich in Anführungsstrichen, wir setzen es mal in Anführungsstrichen, die Pandemie ist vorbei, dass dieser Bias sich jetzt in irgendeiner Form dahin widerspiegelt, dass wir dann irgendwie diese Einzeltitel heiß sehen. Schauen wir mal. Also ich bereite das mal ein bisschen vor. Beziehungsweise habt ihr jetzt schon mal so ein bisschen im Hinterkopf. Was haben wir hier noch? Novavax ist wieder härter, sieht sich wieder härter unter Druck. Das wäre auch nochmal so ein Stichwort. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich so eine Sachen sage wie die Pandemie ist vorbei. Also was ich damit flapsig formuliert meine, ist einfach, dass die Impfstoffhersteller, ganz besonders Novavax, derart stark unter Druck sind. Also besonders wenn man sich hier mal NVAX anguckt und dass wir jetzt bei unter 110 Dollar notieren. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, das will ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte ursprünglich eine Position in Erwartung einer Zulassung des Novavax-Impfstoffes ja aufgebaut gehabt, hatte hier auf diese erhöhte Volatilität und diese teilweise scharfen Abschläge seit Mitte September, wo wir dort um 280 Dollar fast die Aktie gehandelt worden sind, hatte hier einen Rücksetzer, hatte ich long gehandelt gehabt. Damals kamen auch die ganzen Pillen in Anführungsstrichen auf den Markt, also Stichwort Pfizer bzw. Merck, wo Corona dann behandelt werden können. Die Frage aufkam, brauchen wir überhaupt Impfstoff in dem Umfang, wie das jetzt seitens des Marktes eventuell auch größtenteils besonders in Pfizer, BioNTech, Moderna und so gespielt worden ist. Und ich hatte die Position aufgebaut und hatte gesagt, die Position halte ich jetzt in Erwartung der Zulassung durch die EMA und dann gucke ich einfach, wie sich der Markt weiterentwickelt, ob da weiteres Momentum aufgenommen wird oder aber ob wir dann eventuell unter Druck geraten. Und wir sahen einen kurzen Pop dann über diese Hochs hier aus dem November, Ende November. Das war damals, als Omikron auftauchte. Das war rund um die Thanksgiving-Geschichte. Und dann gab es diesen kurzen Pop und dann wollte ich erstmal abwarten, ob wir das Gap halten können, was nicht der Fall war. Und dann habe ich die Position hier in diesem Bereich um 190, 195 gegeben. Weil ich erstmal dachte, jetzt ist die Spekulation raus. Ich hätte allerdings nicht für möglich gehalten, dass wir uns fast von da nochmal halbieren. Also das ist schon ziemlich dramatisch an der Stelle. Und eigentlich ein klares Signal, was da seitens des Marktes gesendet wird. Also wir können uns auch mal eine Moderna angucken zum Beispiel. Sieht auch nicht besonders prosperierend aus, in Anführungsstrichen. Eher ein Signal, dass wir hier neue Impulsgeber benötigen, so will ich es mal formulieren. Also ich wurde jetzt zum Beispiel mal gefragt, längerfristige Engagements, was dafür Titel tatsächlich in Frage kämen. Ich habe jetzt Moderna, habe ich zum Beispiel nicht im Portfolio, aber könnte mir vorstellen, im Hinblick auf diese revolutionäre Technologie, mRNA, besonders auch diesen Markt, Stichwort Krebsforschung und Medikamente hier in Bezug auf Krebstherapie und dergleichen, könnte, würde, wird.
wahrscheinlich sogar am mRNA eine große Rolle spielen. Und deswegen hat, glaube ich, auch die Firma einen extrem guten Wachstumsausblick. Nichtsdestotrotz brauchst du eben einen Trigger, einen entsprechenden. Und wir sehen jetzt, Moderna war eine ganze Weile ziemlich heiß, aber sieht eben jetzt kontinuierlich so ein bisschen so einen Abgabedruck, beziehungsweise die Aktie auch generell ist jetzt nicht mehr so aktiv gehandelt mittlerweile, wenn wir Moderna uns anschauen. Also hier sehen wir das durchschnittliche Volumen, das ist deutlich, deutlich zurückgegangen. Also wir hatten hier zwischenzeitlich mal 18, 19, 20 Millionen Stücke, die gehandelt worden sind, und da hat die Aktie hier bei 300, $400 tatsächlich notiert. Also das ist so Größenordnung, ausgehend von der Schwere des Titels, vielleicht auch Tesla schon fast. Aber nichtsdestotrotz hat hier auch dann die ATR jetzt deutlich abgegeben, und das ist ein klares Signal, dass einfach die Aktie derzeit kein großes Interesse mehr hervorruft. Und das in einer eigentlich jetzt ja wieder grassierenden Pandemie dahingehend, dass eben Omikron die Schlagzeilen bestimmt und dergleichen. Da würde man eigentlich erwarten, dass da mehr Interesse geweckt wird. Und dass das nicht der Fall ist, bei aller emotionalen Debatte, die geführt wird, das ist immer eine gute Indikation zu schauen, was macht das Geld. Also das heißt, wo ist hier die spekulative Nachfrage wesentlich besser, wo positionieren sich wesentlich besser informierte Marktteilnehmer, oder nicht nur Marktteilnehmer, sondern in dem Fall auch Menschen, ausgehend von ihrem zur Verfügung stehenden Kapital. Und dass eben Impfstoffhersteller da keine Rolle spielen. Das zeigt, dass da mehr und mehr offensichtlich, in Anführungsstrichen, das Interesse zum Erliegen zu kommen scheint, beziehungsweise der Markt sich einen anderen Bereich zu suchen scheint. Das ist das, was ich jetzt etwas genauer erklärt damit meine, wenn ich sage, die Pandemie ist vorbei. Und das ist eben etwas, mal schauen, ob wir hier die 200 halten können. Jetzt aber längerfristig betrachtet, Moderna im Portfolio, genau das war nämlich der Gedanke. Diese Region hier, und besonders um diese Hochs, auch längerfristig, glaube ich, Stichwort eben Krebstherapie und dergleichen, mRNA-Technologie. 190, 180, glaube ich, könnte CRV-technisch ein unglaublich interessanter Bereich sein, gegen den man sich längerfristig auch hier positionieren kann und wo wir dann eventuell in den kommenden Jahren auch realistisch nochmal diese First-Gen-Übertreibungshochs hier anlaufen um $500. Also ich glaube, einen Teil des Portfolios in Moderna zu parken, ist nicht unbedingt die schlechteste Idee. Also da habe ich durchaus einen eher positiven Ausblick eben tatsächlich, allerdings weniger im Hinblick auf die Impfstoffherstellung. Das zu den Einzeltiteln. Ja. Blicken wir einmal auf Gold. Bevor ich das jetzt hier übrigens. Ja, gucken wir gleich mal drauf. Bevor wir das hier allerdings auch Detail machen, ganz kurz einmal hier der Blick auf die Erzeugerpreise, beziehungsweise in die Chatbox. Kurz noch einen Blick. Okay, kann ich nicht zu sagen. Habe ich nicht irgendwie auf dem Schirm. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt, ehrlich gesagt. Also ich diese solche skeptischen News in Bezug auf Tesla sind natürlich erstmal erwartbar, also für mich auch erwartbar. So ist das eben bei in Anführungsstrichen, neuen Technologie, möchte man jetzt einmal bezeichnen, oder beziehungsweise nicht nur neue Technologie, das ist Automobil nicht, aber in solch einem starken Wachstumsmarkt, besonders auch autonomes Fahren und dergleichen, Elektromobilität. Alles, was dort an News über den Ticker läuft, muss ich ganz ehrlich sagen, besonders aus Deutschland, bin ich überhaupt gar nicht willens, irgendwie überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, weil ich glaube, dass da einfach viel auch bewusst das Unternehmen vielleicht, also Tesla in dem Fall, schädigend kommuniziert wird, um eben den Automobilmarkt Deutschland in irgendeiner Form zu schützen. Und hier vielleicht auch das Unausweichliche irgendwie versuchen zu hinauszuzögern. Stichwort eben, dass Tesla solchen ja, Automobilgiganten wie beispielsweise VW, BMW und dergleichen eben den Rang abläuft. So möchte ich das mal bezeichnen, ausgehend von dem Umstand, dass der Automobilsektor oder die Automobilindustrie in Deutschland natürlich einen ganz, ganz wesentlichen Anteil auch im Hinblick auf die Arbeitsplatzsituation oder Arbeitsmarkt eben tatsächlich hat, ist es nachvollziehbar, dass besonders da skeptische Worte eben auf den Plan gebracht werden. Also ganz kurz, ich rede und rede, wer sich das nur anhört. Also Tom schreibt hier, 2000 Testwagen Modell Y müssen verschrottet werden, sagt der Wirtschaftsminister Brandenburgs. Ich wüsste noch nicht mehr, wer es ist, ehrlich gesagt. Macht bei 63.000 Euro Verkaufspreis pro Stück 1,2 Milliarden Abschreibung oder irgendwie sowas, ja, ungefähr.
Also, wie gesagt, es spielt bei mir keine Rolle. Der Grund, warum ich ein bullisches Bild für Tesla skizziere, hat damit zu tun, weil ich einfach, wie auch jetzt in den letzten Tagen schon, auch ich glaube am Dienstag war das, da habe ich das en Detail im Morning Meeting einfach nochmal nachschauen, hatte das mal dargelegt gehabt, weil der Wachstumsausblick sich einfach global darstellt. Und Rückrufaktionen, glaube ich, sind jederzeit immer wieder aufgetreten, sind auch aufgetreten, beispielsweise bei Ford, ja, Mitte des der 1910, 1920er Jahre. Auch ein riesengroßer Wachstumsmarkt gewesen, wird es immer geben, ist allerdings nichts, was in irgendeiner Form mich skeptisch werden lässt im Hinblick auf das massive Wachstumspotenzial, was das Unternehmen einfach ausgehend von klaren fundamentalen Kennzahlen hat. Und solche Headlines, die würde ich eher so ein bisschen auf die lange Bank schieben, beziehungsweise überhaupt gar nicht beachten tatsächlich. Okay, also Unleashed nimmt dann auch, also. Ja. Also wie gesagt, ich orientiere mich da an den Kennzahlen hinsichtlich der Wachstumsaussichten. Klassischer Growth Stock, dass so etwas stattfindet, auch besonders im Hinblick auf die Größenordnung, die jetzt produziert wird, steht außer Frage. Aber genau das ist eben so ein bisschen der Punkt, glaube ich. Man hatte legitim Gründe, Zweifel hegen zu dürfen, so auch im Hinblick beispielsweise auf die Umweltzertifikate, ne, und dass ausgehend davon die Profitabilität gegeben war, dass die Aufnahme dadurch auf den S&P stattgefunden hat und dergleichen. Ich befürchte mal, ich mache es jetzt sehr, sehr grob. Ja? Man wird immer was finden, wenn man denn dann sucht. Aber die charttechnischen Gegebenheiten, ja, jetzt mal aus der Perspektive gesprochen, und das heißt ja nicht umsonst, dass wir auch immer wieder darauf verweisen, trade what you see. Wenn ich mir im Gesamtkontext, mal gucken, wo haben wir sie denn hier? Wenn ich mir im Gesamtkontext einfach mal diese Bullishness hier anschaue, diesen Ausbruch, der jüngst auf den Weg gebracht worden ist, Ende Oktober nach den letzten Earnings, nach dieser nicht langjährigen, das ist falsch, aber langmonatigen Konsolidierungsphase. Und wenn ich mir dann einfach anschaue, dass wir weiter uns ganz klar im Aufwärtsmodus bewegen, bei dann wiederum anderen Wachstumstiteln, die wir zum Beispiel zu sehen bekommen haben, die ähnlich gelaufen sind, nehmen wir eine Roku, nehmen wir eine Zoom, nehmen wir eine Peloton, nehmen wir eine XYZ, you name it, die auch in diesem ARK Innovation ETF zum Beispiel eine ganz wesentliche Rolle spielen, wo diese disruptiven Technologien einfach in den Mittelpunkt gestellt werden, dann steht außer Frage, dass viele von denen einfach ahead of themselves gelaufen sind, also sehr, sehr weit ihren Wachstumsaussichten bereits vorweggegriffen haben und infolgedessen jetzt jüngst diese massiven Abschläge und Korrekturen zu sehen bekommen haben, die wir auf breiter Front auch in den letzten Monaten zum Thema gemacht haben. Aber eine Firma, eine Marke, entzieht sich diesen Entwicklungen vollständig und das ist eben Tesla. Und Tesla hat nicht nur hier in diesem Zusammenhang starke Wachstumsaussichten gezeigt in den Fundamentalzahlen, die sich dann über die letzten Quartale ergeben haben, sondern ergänzend dazu skizziert auch weiter ein unglaublich bullisches Bild infolge eben der Gigafactory und dergleichen. Das heißt nicht, dass ich nicht da komplett schief liegen kann und dass der große Knall hier noch anstehen könnte, aber wenn ich mir diese Konstellation hier anschaue und diese Bullishness und dieses Verteidigen auch, dieser Ausbruchniveaus ganz besonders hier, der 900er Region hier, die wir zu sehen bekommen haben, nachdem hier Elon Musk mit seinem Selling seiner Aktien fertig war, Stichwort um Schulden, Steuerlasten, Steuerschulden eben begleichen zu können und dergleichen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, spricht eigentlich wenig dafür, nicht davon auszugehen, dass das ein Wachstumstitel ist, der sich nicht nur im Gesamtkontext jetzt sehr stark präsentiert, sondern ganz besonders, wenn der Markt dann früher oder später ein vollständiges Einpreisen dieses am restriktiven geldpolitischen Kurses seitens der Fed eben vorfindet, dann erst recht wieder starkes Wachstumspotenzial hat, also wirklich sich als Leader herauskristallisieren kann. Und ja, also das lange Rede, kurzer Sinn. Also das ist einer der Hauptgründe, weswegen ich eben hier ausgehend von dieser Gesamtkonstellation weiter einfach ein bullisches Bild für Tesla einfach skizziere. Okay, so, also blicken wir auf Gold. Blicken wir auf Gold. Und blicken wir in diesem Zusammenhang auf, ja, eigentlich eine unveränderte Konstellation, aber die, war das gestern, 13.? Ja. Wir haben kurzzeitig tatsächlich ein bisschen Abgabedruck hier noch gesehen. Das war im US-Markt tatsächlich. Wir konnten uns dann in den Abend hinein dann so ein bisschen stabilisieren. Daraus habe ich dann geschlossen, vielleicht ist das auch ein Risk-Off-Umfeld, in dem wir uns so ein bisschen wiederfinden. Also nicht übermäßig, wirklich Deleveraging, aber zumindest mal eine Skepsis, die sich widerspiegelt. Und zwar haben wir gestern eben hier kurzzeitig Abgabedruck gesehen.
der sich allerdings dann in den Abend hinein wieder verflüchtigt hat. Und mit dem Schluss oberhalb von 1820 haben wir den gestrigen Tag beschlossen. Schlüssellevel auf der Oberseite bleibt weiter diese Region hier, diese kurzfristige. 8,30 ungefähr, mit deren Bruch weiteres Aufschlagspotenzial bis 8,70 gegeben ist. Wir haben einen potenziellen Treiber aus den jüngst jetzt veröffentlichten Zahlen, nämlich die Erzeugerpreise. Gestern, ich hatte ja, beziehungsweise wir gehen nochmal ganz kurz hier auf die, nee, Verzeihung, 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 kommen wir nur zurück. Wir gehen gar nicht auf die Inflation. Das sind die Retail Sales, die stehen heute an. Wir hatten am Mittwoch ja bereits die Inflationszahlen, die mit 7% auf dem höchsten Stand seit 1982 veröffentlicht worden sind. Und ich hatte in dem Zusammenhang ja gesagt, die Erwartungshaltung, die wir dort eingepreist hatten, würde bei einem Datensatz wie erwartet oder unterhalb der Erwartung sogar leicht dafür sorgen, dass wir eigentlich dann Bullishness sehen sollten. So sahen wir sie dann auch tatsächlich. Das ist gestern allerdings ein bisschen abgetragen worden, trotz des Umstandes, dass wir in den Erzeugerpreisen, die ja direkt auf die Inflationszahlen Auswirkungen haben, so diesen leichten Top-Out zu sehen bekommen. Also sprich, Erzeugerpreise, das sind ja die Preise, die Erzeuger haben und die dann an den Endverbraucher weitergereicht werden. Das heißt also, ziehen die Erzeugerpreise an, sollte auch infolgedessen der Verbraucherpreis ansteigen und somit die Inflation. Und in dem Zusammenhang haben wir gestern eben gesehen, sind wir mit 9,7% Year-on-Year veröffentlicht worden, gegen 9,8% erwartet an dieser Stelle. Also leichter Top-Out, aber immer noch im Bereich der Vierjahreshochs beziehungsweise auf den höchsten Niveaus seit hier 2008. Also da können wir sehen, das letzte Mal, dass die Erzeugerpreise in diesen Gefilden eben notiert waren oder haben. So, und trotzdem gab es eben keine weitere Bullishness mit Eroberung der 16.000 im Nasdaq und auch keinen Follow-through oder Bruch höher in Gold an der Stelle, sondern eher dieses Überrollen. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Allerdings, ich würde es bis jetzt jedenfalls nicht überbewerten, da wir dann eben haben in den Tag oder in den Schluss hinein dann relativ stark uns dann präsentieren können. Rollen jetzt erneut über gegen diese Region. Mal schauen, ob es gelingt, dass wir jetzt hier oberhalb von 8,20 uns Intraday stabilisieren können. Falls ja, haben wir heute noch um 14:30 Uhr die Einzelhandelsumsätze. Die sollten Sie hier eine ähnliche enttäuschende Print irgendwie, obwohl, naja, ähnlich enttäuschender Print, naja, das ist so ein bisschen. Sollten Sie hier die Erwartungshaltung von 0,2% unterschreiten? Sollten Sie vielleicht ähnlich wie im Juli sogar im negativen Territorium veröffentlicht werden? Einzelhandelsumsätze, ganz kurz der Vollständigkeit halber, spielen in den USA eine ganz wesentliche Rolle, weil sie einen ganz wesentlichen Anteil am BIP haben. Von über 30%. Der Einzelhandel spielt eine ganz, ganz extrem große Rolle. Und sobald die Einzelhandelsumsätze, die jüngst jetzt hier diese Pushes immer auf der Oberseite gesehen haben, das war durch diese Stimulus-Checks, die US-Regierung ausgegeben hat, die dann seitens der Verbraucher genutzt wurden, um sie eben im Einzelhandel zu investieren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Güter zu kaufen, Einzelhandelsprodukte. Und da kamen diese Pops in der Vergangenheit eben her. Aber seitdem diese Stimulus-Checks eben nicht mehr ausgehändigt werden, sieht man eben, dass sich das wieder stabiler präsentiert, so möchte ich es mal bezeichnen. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, dass eben eventuell hier eine Enttäuschung, ein vielleicht sogar deutlich unter der Erwartung liegender Datensatz, wir warten mal so ein bisschen ab, aber dass der hier eventuell, besonders auch Dezember, wir müssen immer mal von uns vor Augen führen, das ist übrigens eine Month-for-Month-Betrachtung, ne? Also auf Monatssicht betrachtet. Dezember, das ist ja für den Einzelhandel durchaus ein starker Monat, sollte er sein, sollten wir erwarten, Stichwort Weihnachtsgeschäft und dergleichen. Sollten wir jetzt hier eine Enttäuschung sehen, könnte das durchaus realistische Spekulationen anfeuern, dass die FED sich doch nicht so restriktiv präsentiert, wie das jetzt jüngst hier sich eingepreist im FED-Watch-Tool beispielsweise zeigt. Und das wiederum ist natürlich dann ein möglicher bullischer Treiber. Warten wir mal ab, ne? Warten wir mal ab, ob das in diese Richtung geht. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Was jetzt in dem Kontext für Gold spricht, ist also nicht nur der Ausblick auf einen geldpolitisch expansiveren Kurs seitens der FED, sondern eventuell auch dieses verlängerte Wochenende. Und das vielleicht ausgehend von geopolitischen Spannungen vielleicht, die sich herauskristallisieren. Auch das, ich will es nicht überbewerten, aber die etwas harschere Rhetorik zwischen den USA und beispielsweise Russland und so weiter. Vielleicht sorgt das dafür, dass die Marktteilnehmer übers Wochenende sagen, naja, sichern wir uns ein bisschen ab, mal schauen, verlängertes Wochenende. Wir bauen eine Position in Gold jetzt übers Wochenende auf, beziehungsweise jetzt in den Wochenschluss hinein, dass das nochmal zusätzlich Nachfrage begünstigt. Also nicht, dass wir jetzt einen großen Milliardenblock irgendwie an Gegenwert in US-Dollar in Gold investiert sind oder dergleichen. Aber dass das eventuell so ein zusätzlicher stützender Faktor eben tatsächlich ist. Schlüssellevel, Make-or-Break-Level bleibt eben die 1830 und möglichst ein Tagesschluss oberhalb, der weitere Bullishness begünstigen würde.
Gegeben den aktuellen Entwicklungen würde ich die Long-Seite eher hier auf der Oberseite, den Vorteil auf der Oberseite sehen, und dieses Breakout-Potenzial auch. Also Buy-Stop auf der 8,30 ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Stop solch eine Angelegenheit, das Risiko maximal vielleicht sogar nur $10 an der Stelle, 8,20. Hier sollten wir solch ein Fill zu sehen bekommen, weil wir dann auch davon ausgehen dürfen, dass wir weiteres Momentum aufnehmen, haben $10 Risiko, gehen auf der Oberseite mindestens auf den Test der 8,70, haben dann ausgehend davon schon CRV von 10 zu, von, nicht 10 zu 1, 4 zu 1, von 4 zu 1. Könnte ganz interessant sein, wie gesagt, also grundsätzlich die Gegebenheiten eher für Gold Long und eher hier Breakout-Oberseite, Ziel 8,70, vielleicht sogar 900 in den kommenden Wochen, sollte sich besonders eben dieser Druck seitens des Zinsmarktes eher weiter legen. So, schauen wir nochmal auf Bitcoin. Ich will das, was gestern passiert ist, nicht überbewerten. Wir haben kurzzeitig eine Attacke gesehen. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Ich hatte im Morning Meeting hier noch dieses Breakout, den Breakout über die 44.000 zum Thema gemacht. Aber durch eben die Vorgaben dann seitens der US-Märkte ist da kein Follow-through stattgefunden, sondern es gab eher eben diesen kurzen Risk-Off-Modus. Also das heißt, dass risikobehaftetere Assets eben eher abgestoßen worden sind. Darunter war natürlich dann folglich auch Krypto, Querstrich Bitcoin oder auch Ethereum. Aber besonders eben Bitcoin an der Stelle. Jetzt wird es halt dahingehend interessant, weil wenn wir uns dieses Bild hier auf der Stunde da oben rechts mal anschauen, ist natürlich so ein bisschen die Frage, gelingt es jetzt ja auch hier ein höheres Tief zu markieren? Also eigentlich schließt sich das so ein bisschen an das, was ich gerade schon im Hinblick auf den Nasdaq sagte. Sollte es hier gelingen, obwohl vielleicht sogar ein Stück weit höher, hoppala, sollte es hier gelingen, ein höheres Tief zu bilden, beziehungsweise sollte es gelingen, eben vielleicht schon diese Region hier um 42.200, so roundabout die aktuelle Region zu halten, wieder aufzudrehen und dann hier zurück über die 43 zu laufen, also dieses aktuelle Intraday-Hoch, was sich hier herauskristallisiert hat, dann könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass wir beginnen, eine Sequenz steigender Hochs Entschuldigung, steigender Tiefs aufzubilden. Und das erstmal den Retest auf den Weg bringen hier der 46.000er Region. Das wäre ein erstes positives Signal. Wir wären noch nicht über den Berg, aber es wäre zumindest mal ein Indiz, dass die Bullen in Anführungsstrichen die Kontrolle zurückerwinnen. Eins zu eins genau das gleiche für den Nasdaq. Um den Kreis zu schließen, sollte es gelingen, jetzt hier ein höheres Tief in Anschluss an eben diese Abschläge von Beginn der Woche auszubilden, dann wäre das ein erstes positives Signal. Im Hinblick auf Bitcoin wäre dann eben das Level, welches wir hier anvisieren, die 46.000er Region. Sollten wir die rausnehmen, halten können, dann wäre das vielleicht der Wegbereiter, dann auch in den kommenden Tagen uns zurück in Richtung dann der 50.000er Region eben tatsächlich zu befördern. Setzt aber wie gesagt voraus, dass wir den aktuellen Bereich halten können, beziehungsweise keine tieferen Tiefs markieren. Das würde dann implizieren, dass wir eventuell auf der Unterseite noch nicht fertig sind. Im Falle von Bitcoin sogar dann das Risiko beinhalten, dass wir mit einem Drop unter die 40 und einem Halten unterhalb von $40.000 sogar noch weitere Abschläge sehen, die uns bis in Gefilde hier um 30.000 eben tatsächlich führen. So, ja, das also zu Bitcoin. Euro-US-Dollar. Wollen wir vielleicht final auch einen Blick drauf werfen? Also nicht, dass das trading-technisch sehr interessant wäre. Also für mich weiterhin trading-technisch nicht volatil genug, aber wir haben doch einen durchaus nicht zu unterschätzenden Break hier aus diesem Abwärtstrendkanal zu sehen bekommen, der auch in gewisser Form so ein bisschen unterstreicht, vielleicht. Das ist ein bisschen meine Interpretation, die in die Richtung geht, dass man seitens der Marktteilnehmer nicht so wirklich daran glaubt, dass die Fed plötzlich aus dem Weg tritt, so möchte ich es mal bezeichnen, geldpolitisch. Also sprich anders formuliert, wir sehen eigentlich ein Umfeld, in welchem wir anziehende US-Zinsen sehen. Also nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Das gleiche gilt auch für deutsche Schuldtitel zum Beispiel, beziehungsweise für deutsche Zinsen. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die DE10. Das sind die 10-Jahres-Zinsen für deutsche Schuldtitel, sind auch auf die höchsten Niveaus gestiegen. Hier kann man es erkennen. Seit Mai 2019, sogar Prä-Corona, hier. Das waren die 2020er Hochs. Also wir sind auf dem Weg in Richtung 0% für 10 Jahre an dieser Stelle. Das ist vielleicht mit auch einer der Treiber für die aktuelle Euro-Stärke so ein bisschen, dass da der Zins beginnt, infolge anziehender Inflationserwartung ebenfalls Momentum aufzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, der Zinsvorteil für den US-Dollar, der ist weiterhin natürlich
nicht wegzudiskutieren. Der ist weiterhin ganz klar gegeben. Und nun ist es aber so, dass das mit zunehmendem Zins eben das Risiko steigt, dass Volatilität in den Markt gegeben wird, was die Fed zwingen würde, geldpolitisch erneut aktiv zu werden, zurückzurudern. Und das spiegelt sich vielleicht hier in diesem Ausbruch aus diesem am Abwärtstrendkanal wieder. Also sprich anders formuliert, der Markt, der nimmt eventuell hier vorweg, dass die Fed eher früher als später wieder geldpolitisch aktiv werden könnte oder gezwungen wird, in diese Richtung aktiv zu werden. Demnach ist das ein eigentlich ganz interessanter Breakout hier. Mal schauen, wie weit uns hier die Füße tragen. Ich habe grundsätzlich kein weiter eigentlich bullisches Bild, was ich für den Euro skizzieren würde. Das Maximum sehe ich jetzt auf der Oberseite maximal 1,16. Und das ist, glaube ich, schon relativ hoch angelegt, das Ziel. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir schon gegen den 1,15er Bereich vielleicht ein leichtes Überschießen gegen diesen Bereich eher wieder überrollen und dann nochmal mindestens einen Test hier, dieser allerdings jetzt erstmal als Unterstützung geltenden grün wollen wir haben, grün gestrichelten Linie zu sehen bekommen. Das ist dann ungefähr so die Region um 1,1370, 1,14, die wir rausgenommen haben. Sollten wir jetzt gegen diesen Bereich erstmal überrollen, dann wird es interessant, dann könnten wir durchaus in Betracht ziehen, die 1,1370 long zu handeln, mit Erwartung eines solchen Laufs auf der Oberseite. Also ich zeichne das mal ganz kurz ein vielleicht. So. Also hier der Rücksetzer gegen diese Region. Das ist die Support-Region, das ist die 1,1370er-Region. Stop würde ich wahrscheinlich ausgehend von der jüngsten Volatilität verhältnismäßig eng setzen. 13,40 vielleicht. 13,40, dann haben wir 30 Pips Risiko. 30. Und dann würden wir auf der Oberseite, wie gesagt, auf den 1,15er, 1,1550er Bereich vielleicht gehen. Nehmen wir die Mitte, nehmen wir die 1,1530, ist ein konservatives, feines Ziel. Dann sind wir bei 160 Pips Chance. Da sieht man auch, dass das ein ganz interessantes Pips CRV sein könnte. 160 zu 30 hier an der Stelle, also besser 5 zu 1. Das wäre vielleicht ein machbares Szenario, auch wenn ich, wie gesagt, aktuell ausgehend von der niedrigen Volatilität im Devisenbereich, das jetzt nicht unbedingt auf meiner Trading-Liste ganz oben ansiedeln würde, weil mir einfach die Intraday-Volatilität und auch die makrofundamentalen Trigger im Hinblick auf den Euro nicht ganz so schmecken. Ich da nicht wirklich erkennen kann, wo plötzlich die Nachfrage für den Euro herkommen sollte, dass eben solch ein Lauf auf den Weg gebracht wird, dass eher US-Dollar-Schwäche wäre. Und wenn ich US-Dollar-Schwäche wiederum spiele, dann spiele ich lieber Gold Long und den Break über die 1830. Da habe ich einfach klare Level, die ich da eben in Betracht ziehe für einen Trade. Ja, das wäre es mal also gewesen für diese Handelswoche dann zunächst einmal. Dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt für euer Trading. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Wünsche für zukünftig zu betrachtende Märkte und dergleichen, gerne unterhalb des Videos hier posten, falls ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut. Und ja, soweit meinerseits. Montag hören wir uns wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting, gemeinsam hier mit Markets. Ich wünsche euch ein schönes, erholsames Wochenende. Passt auf die Stops auf für den Rest der Handelswoche. Habt im Hinterkopf, am Montag kein US-Handel, also keine US-Equities durch den Martin Luther King Day, verkürzter Handel in den USA, auch in Bezug auf zum Beispiel den S&P, den NASDAQ und so weiter, Gold. Da gibt es einen verkürzten Handel an der CME, also auch der Referenzmarkt für die zugrunde liegenden CFD-Produkte. In dem Großteil hier der Fälle wird einen verkürzten Handel sehen, sprich Anpassung eben tatsächlich der Expert Advisor, falls ihr welche laufen habt oder dergleichen, ist eben entsprechend notwendig. Und ja, soweit meinerseits also. Schönes Wochenende. Passt auf die Stops auf, erholt euch gut. Montag hören wir uns wieder. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.